1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das angekündigte Thema für heute wird verschoben auf März. Wir haben heute eine Freitemennacht. Das heißt, ich lade euch ein, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, egal zu welchem Thema, unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Es geht los mit Reiko und Reiko ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Reiko. Weswegen rufst du an? Ja, mein Thema ist eigentlich Krankheit, sag ich mal, oder Krankheiten, die ich in den letzten 2 Jahren eigentlich erfahren musste. Ja, was für eine Krankheit ist das oder welche Krankheiten? Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin seit 16 Jahren Diabetiker, also seit 1990. Und 2004 ist bei mir eine Augenkrankheit entdeckt worden, sag ich mal, von der ich jetzt erblindet bin. Oh. Ist diese Augenkrankheit eine Folgeerscheinung der Diabetes? Ja, genau. Und du bist vollkommen erblindet? Ja, ich habe noch auf dem rechten Auge sehe ich nichts mehr. Und auf dem linken Auge habe ich noch 5% Sehfähigkeit, sage ich mal so. Also sehr, sehr, sehr reduziert. Ja, sehr, sehr wenig. Also ich kann wirklich nur noch hell und dunkel. Ja, man muss sich das so vorstellen, als ob ich im dichten Nebel stehe. Und einfach nicht mehr weit gucken kann. Also als ob man da wirklich in so einem Nebel steht und gar nichts mehr geht. Ne? 2004 hat diese Krankheit begonnen und offensichtlich einen sehr schnellen Verlauf genommen, dass du jetzt sozusagen fast erblindet bist. Ja, genau. Also das ging relativ fix. Also es hat sich über ein Jahr hingezogen und seit letztes Jahr, also 2005 im August, ist es komplett finster geworden bei mir. Du sagst, seit 16 Jahren Diabetes, das heißt, du hast es als Jugendlicher bekommen, die Erkrankung. Wie hat sich diese Erkrankung damals bemerkbar gemacht bei dir? Also die Ärzte wissen es auch nicht genau, beim Diabetes Typ 1 ist es ja so, dass es eine Immunschwächekrankheit ist. Und sie gehen davon aus, dass ich einen Virusinfekt hatte, und der sich auf die Bauchspeicheldrüse ausgelegt hat und dadurch der Zucker dann entstanden ist. Also wie habt ihr das damals gemerkt, dass du... ich habe viel getrunken. Also ich habe meine 5-6 Liter am Tag getrunken. Bin alle halbe Stunde auf Toilette gelaufen, weil das muss ja dann auch wieder raus. Ja. Und dann ist deine Mutter wahrscheinlich mit dir zum Arzt gegangen und dann ist es rausgekommen. Ja, genau. Und dann wurde es getestet mit Blutzucker und dann wurde es halt... Was hat das für dich bedeutet, dann als Heranwachsender, als Jugendlicher, als Pubertierender und dann schließlich auch als junger Mann Diabetes erkrankt zu sein? Wie sehr hat das in dein Altersleben hineinregiert? Ja, eigentlich habe ich mich damit gut arrangiert, sag ich mal. Also man kann mit der Krankheit eigentlich leben. Also das heißt, strenge Diät heißt das? Ja, genau. Insulin gespritzt oder? Insulin gespritzt, ja. Du spritzt es dir selbst? Ich spritze es selbst, ja. Also das geht auch noch alles, das habe ich ja vorher noch gelernt und jetzt klappt das eigentlich auch noch alles ganz gut. Aber das bedeutet auch Verzicht auf viele Genussmittel? Sicher. Wie ist es mit Alkohol? Habe ich noch nie so gern getrunken, sag ich mal so. Also da bin ich nicht so, das ist nicht so meine Welt, sag ich mal. Mal ein Bier, wenn man mal anstößt oder sonstiges oder ein Glas Sekt oder so, ist okay. Aber so, nun ist das mit dem verlorenen Augenlicht ja eine radikale Nebenerscheinung der Diabetes. Genau. Gibt es sonst noch schwere Nebenerkrankungen, die... Ja, ich bin auch seit letztes Jahr August, also auch 2005 im August, bin ich an der Dialyse. Ne? Also meine Nieren haben auch versagt. Und bin jetzt seit August 2005 halt an der Dialyse und muss jeden zweiten Tag dorthin für 4,5 Stunden. Ja, wir erklären es vielleicht mal, vielleicht wissen es gar nicht alle Leute genau, was das bedeutet, was für eine Tortur das ist. Ja. Du musst dann in eine Klinik und musst, wie viele Stunden hast du gerade gesagt? 4 Stunden? 4,5, ja. 4,5 Stunden wird das Blut durch eine Maschine gepumpt und dort gewaschen. Ja, genau. Das, was eigentlich die Nieren machen sollten, muss die Maschine machen. Muss die Maschine machen, ja. Und das musst du regelmäßig machen, alle 2 Tage? Ja, ich bin montags, mittwochs und freitags immer in der Dialyse.
und habe dann das Wochenende, sag ich mal, die 2 Tage dann frei und dann geht's Montag wieder weiter. Was macht man während dieser Stunden, während das Blut gewaschen wird? Ja, also andere gucken Fernsehen, sag ich mal. Mhm. Und ich höre dann Musik oder schlaf dann meistens Zeit am Liegt man da? Ja, man liegt. Man hat wie so eine Zahnarztliege ist das. Ja. Und da hat man dann eigentlich ziemlich bequem. Also. Ja. Und wo werden wo wird man da angeschlossen? Gibt es da irgendwie Schläuche, die einem eingeführt werden? Ja, man bekommt im Vorhinein einen Shunt. Was heißt das? Da werden eine Vene und eine Arterie zusammengeschlossen, damit der Blutfluss schneller ist und höher. Mhm. Und die prägt sich auch richtig aus. Also die ist bei mir jetzt auf dem Arm so ungefähr so ein Zentimeter im Durchmesser. Mhm. Und das sieht man natürlich auch richtig auf dem Arm. Mhm. Und da wird das dann angeschlossen. Also das immer an derselben Stelle dann, ne? Das geht dann so über 10, 15 Zentimeter ist das lang. Mhm. Und da wird das dann immer punktiert, ne? Mhm. So, jetzt bist du mit deinen 28 Jahren ja schon sehr gebeutelt, mit sehr schweren Erkrankungen. Ja, eigentlich schon. Wie gehst du seelisch damit um, dass du so schwer erkrankt bist und dass auch immer wieder schlimmere Sachen dazukommen offensichtlich? Ja. Also ich habe einen sehr guten Freund, der mich aufgefangen hat und meine Familie, also da bin ich sehr dankbar, also dass die wirklich immer hinter mir gestanden haben und mich unterstützt haben. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Nein, nicht mehr. Ich bin vor 3 Jahren dort weggezogen. Mhm. Dort war ich also relativ kerngesund noch und aufgrund von Arbeitslosigkeit habe ich da die Segel gehisst und dann in die Ferne. Ja. Und wohnen jetzt so 300 Kilometer von denen entfernt und man sieht sich nicht tagtäglich. Das heißt, trotz der starken Sehbehinderung kannst du alleine so den Haushalt führen mit etwas Unterstützung von Freunden? Ja, ich bin ich bin alleine zu Hause und hatte bis letztes Jahr eigentlich noch eine Freundin, die aber auch aufgrund, sag ich mal, der seelischen Belastung für sie auch verlassen hat. Und ich dann eine Zeit lang noch mit ihr zusammen wohne und sie auch noch unterstützt hat die ganze Zeit. Ja. Also. Wenn man so stark Diabetes erkrankt ist, hat das eine Auswirkung auf die Potenz auch? Also da habe ich eigentlich keine Probleme mit gehabt. Also das hängt aber wahrscheinlich noch damit zusammen, weil ich noch ziemlich jung bin. Also das ist... Also das ist eigentlich noch alles so okay gewesen in der Zeit. Du hattest schon schlimme Entwicklungen gegeben in den letzten Jahren. Hast du Angst, dass noch schlimmere Dinge passieren? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es auch nicht für dich. Ich hoffe es wirklich auch nicht. Aber ist so eine Angst irgendwie da? Oder sicher. Ich meine, man weiß ja schon vorherein, also wenn man Diabetes hat, welche Folgeerkrankungen irgendwann mal kommen können. Welche könnten dann noch kommen? Also das ist jetzt eigentlich so, ja gut, ich meine diese ganzen Herzgeschichten, sag ich mal, also Gefäßverengung, bis zum Herzinfarkt, also das kann alles schon passieren. Also das. Aber vielleicht soll man das gar nicht so sehr vertiefen, sondern einfach die Jetzt-Situation nehmen, die ist ja schon schwierig genug und halt auf das Beste hoffen. Das ist wahrscheinlich die beste innere Einstellung auch. Eigentlich schon. Also man darf echt nicht aufgeben und man muss irgendwie immer irgendwo, ist doch ein Licht am Ende des Tunnels, sag ich mal. Und man darf einfach nicht verzweifeln, man darf sich nicht selber aufgeben und man muss auch viel drüber reden. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also finde ich ja eine sehr, sehr tolle Einstellung, vor allen Dingen von jemandem zu hören, der das, der es ja nun schon, den es schon hart erwischt hat. Respekt, Heike, Reiko, Respekt. Reiko, ja, genau. Ja. Mhm. Mein Lieber. Dir und deinen Leuten alles Gute von Herzen und hoffen wir, dass die Krankheit sich stabilisiert, dass nicht noch weiter was Schlimmes passiert. Ja, ich wollte nochmal, wenn irgendjemand jetzt zugehört hat auch, der so ähnliche Probleme hat oder so, kann gerne mal sich melden. Oder machen wir gerne einen Kontakt, dann meld uns doch bitte, Stichwort Reiko, und dann stellen wir gegenseitig einen Kontakt her. Ja, okay. Okay. Alles Liebe, alles Gute, Reiko. Jo, danke schön. Auf Wiederhören, tschüss. Jo, danke dir, Domann, tschüss. So, ihr Lieben. Jetzt geht es weiter mit der Angelika. Angelika ist 42 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Die Angelika ist bei mir. Ja. Das freut mich sehr. Und über was reden wir, Angelika?
Ja, du hattest vorgestern eigentlich ein Thema, da ging es über etwas ungewöhnliche Berufe. Mhm. Und da bin ich durch Zufall in die Sendung eben geraten und dann habe ich gedacht, okay, das wäre vielleicht auch interessant, weil ich eigentlich, ja, ich bin klassische Sängerin und reise aber seit Jahren mit Rucksack und Zelt und Gitarre allein um die ganze Welt und mache mit den Völkern Musik. Ach, also du trittst nicht in großen Opernhäusern auf? Nein, also das ist mein Leben hier, ist sicher ein Konzertleben auch, ja. Aber das ist eben völlig abgespalten von meinem Leben, was ich in den Sommermonaten führe, wenn ich wirklich durch irgendeinen Kontinent ziehe, ja. Und dann wirklich an die Basis rangehe, also zum Beispiel durch Peking nachts durch die Slums ziehe mit der Gitarre und dann mit den Leuten singe oder solche Sachen. Das ist ja abgefahren. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Du gehst nachts in Peking ja. In die Slums, das ist ja schon heftig genug, holst dann deine Klampfe raus und singst. Die habe ich schon heraus. Und dann, die feiern ja alle vor ihren Hütten, ja. Und die singen dann auch und dann geselle ich mich halt dazu und dann singen die mir etwas vor oder ja. Ich singe ihnen was vor oder wir singen dann zusammen. Aber oder die finden das doch wahrscheinlich ganz kurios, da kommt eine europäische Frau, deutsche Frau, die fängt jetzt an zu singen. Wie ist die Reaktion der Leute? Eigentlich irre. Ich egal wo in der Welt ich war, also ob auf der Osterinsel oder in Australien oder in Neuseeland oder frag mich wo, die Leute haben mich wirklich von der Straße weg in ihre Häuser geholt oder haben mich zu Festen mitgenommen, wo wir alle gemeinsam Musik gemacht haben. Schöner Beweis wieder, wenn man so sagt, Musik und Lieder, das verbindet alle Menschen, ne? Über alle Sprachen hinaus. Lass uns bei Peking bleiben. Was singst du den Chinesen vor? Im Frühtau zu Berge oder eine Mozart-Arie? Nein, also das ist dann nichts Klassisches so in dem Sinn, sondern eigentlich dann Kulturgut oder Volksgut aus der ganzen Welt, was ich immer von den Reisen mitgebracht habe. Aber die fragen dich doch bestimmt dann auch, was singt man in Deutschland? Singen uns ein deutsches Lied. Ja, das mit dem Fragen ist auch so eine Sache. Ja, stimmt. Ich bin dann oft ins Hotel zurückgekommen und habe dann gedacht, meine Güte, du hast so viel Geschichten jetzt erfahren. Woher weißt du die eigentlich? Weil ich kann ja weder Chinesisch und die konnten kein Englisch. Also es war echt verrückt. Also du packst dann so in die große Kiste deiner Erfahrungen und spielst dann irgendwelche Sachen, die du so aufgeschnappt hast, oder? Erstens mal das, nein, und es ist auch so, wirklich über die Körpersprache erreicht man wirklich alle Menschen, auch wenn man deren Sprache nicht spricht. Das ist eigentlich das Faszinierende. Und dann wird auch gesungen? Bitte? Ich sage, und dann wird auch noch gesungen, ne? Dann ist das natürlich noch eine andere Ebene. Ja, und das öffnet wirklich Tür und Tor. Egal, ob man jetzt in der Transsibirischen Eisenbahn war, saßen wir ein ganzes Abteil mit internationalen Leuten und jeder hat dem anderen eins seiner Lieder beigebracht. Und in der Mongolei habe ich eine Profigruppe kennengelernt, da haben wir die ganze Nacht Co-Produktion gemacht. Also ich habe Gitarre gespielt und die auf ihrem Pferdekopf harfen und wir haben zusammen gesungen und improvisiert. Und aber jetzt nochmal die Frage, wenn es gelingt, wenn es einem Menschen dort in der Welt gelingt, sich sprachlich verständlich zu machen. Und der bittet dich um ein Lied aus deiner Heimat, aus Deutschland. Was singst du dann? Oh Gott, das kann ich so gar nicht sagen. Weil das entscheide ich dann eigentlich auch. Nein, ich weiß, warum ich das so genau frage. Weil mir so eine Situation in Brasilien mal passiert ist. Ja. Das war tief in Brasilien, in einem ganz kleinen Ort. Und wir saßen alle beieinander. Ich war mit Freunden wiederum bei brasilianischen Freunden dort. Und die sangen halt so viel und so schön, was ich ja immer toll finde im Ausland. Ich finde, dass wir viel zu wenig singen hier. Eben. So, und dann sangen die und dann dolmetschten da meine Freunde und dass die anderen sagten zu mir, nun sing du mal ein Lied aus Deutschland. Was singt man denn in Deutschland? Und dann saß ich natürlich erstmal da und war baff und war etwas verspannt. Und dann habe ich es geschafft, nicht so sehr toll, aber ich glaube, ich habe es geschafft, Guten Abend, Gute Nacht zu singen. Und das fanden die Brasilianer doch sehr rührig und die waren ganz still und toll, German Lied und klar, gut, ich meine, ich muss sagen, ich habe natürlich eine so wirklich große Bandbreite, weil ich habe eben aus diesen Erfahrungen heraus, dass ich überall in der Welt mit Musik sofort Kontakt zu Menschen hatte, habe ich festgestellt, auch aufgrund meiner Studenten, dass eigentlich bei uns überhaupt nicht mehr gesungen wird. So, also, mein Reden.
Bitte? Mein Reden. Ja, und dann habe ich ein Projekt gestartet vor 1,5 Jahren. Das heißt, ich bin mehr oder weniger vor meiner Haustüre losgetrampt, ohne Geld, ohne Kreditkarte, ohne Handy, nur mit Zelt, Rucksack und Gitarre. Ja. Und bin durch 5 deutschsprachige Länder getrampt und habe mich als Wandermusikant durchgeschlagen. Du bist eine kuriose Frau. Wirklich eine kuriose Frau. Ausgebildete klassische Sängerin, ne? Ja, sagst du. Wie finanzierst du denn diese langen monatigen Ausflüge? Ja, durch meinen Beruf das ganze Jahr über. Ich gebe viele Kurse, Schauspielseminare und bin ja an 2 Universitäten, wo ich Gesang unterrichte. Ach so. Hab viele Schüler, singe auch Konzerte, eben hauptsächlich Kirchenmusik oder Liederabende und so. Und also, verstehe. Sag mal, wir haben das gerade so gesagt, in Deutschland wird nicht so viel gesungen. Ja. Andererseits lese ich immer, dass Deutschland das Land der Chöre ist. Die Weltzentrale aller Chöre. Das stimmt, aber das ist alles wieder auf einer bestimmten Ebene. Es wird nicht mehr spontan gesungen. Stimmt. Also ich erlebe das auch bei meinen Klavierschülern, bei den Kleinen. Wenn ich nicht mit denen singe, singt keiner mehr mit denen. Nicht mal mehr Weihnachten. Auch das selbst bei meinen Studenten, die ja nun wirklich wo man davon ausgehen könnte, dass sie nun wirklich viel singen, sagen, ja, Weihnachten singt bei uns kein Mensch mehr. Weißt du, das liegt vielleicht auch daran, ich habe das früher auch auf die Nase gerümpft, wenn ich so Volkslieder hörte. Ja. Mittlerweile weiß ich aber so die alten, guten deutschen Volkslieder sehr zu schätzen. Ja. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten zum Beispiel. Wir haben Heine, ja, Lorelei. Es gibt so viele schöne alte Lieder, aber die haben irgendwie so ein piefiges Image. Und das ist das Traurige. Ja, das stimmt. Und das habe ich eben wirklich auch erlebt auf meiner Wandermusikantenreise eben, weil ich ja wirklich auf der Straße, auf Marktplätzen gesungen habe und so. Und es war am Anfang wirklich eine Überwindung, weil normalerweise kommen ja die Leute freiwillig in ein Konzert, weil sie was hören wollen. Ja. Und sich jetzt da einfach zu überwinden und sich hinzusetzen, das war schon etwas heftig. Aber es war irre, wie die Menschen reagiert haben. Ich ich habe nicht eine Nacht in diesen 5 Wochen, wo ich unterwegs war, im Zelt geschlafen, weil die mich alle mit nach Hause geholt haben. Ja. Die haben mir zu essen und zu trinken gebracht. Die haben mit mir gesungen. Gut, nur dass ich Wandermusikant bin, hat mir keiner geglaubt. Weißt du, wo man singt und wo alle singen? Hier im Rheinland, im Karneval. Ja, klar. Da brechen die ganzen Tabudämme und da wird gesungen. Da werden alle Lieder gesungen, kreuz und quer, von Schlager bis irgendwelche alten Sachen. Und Gut, das ist aber meistens mit sehr viel Alkohol verbunden und das so ist dann auch nicht so lustig. Nein. Also da hast du aber eine kuriose Beschäftigung und das passte dann sehr gut in unsere Berufssendung hinein. Ja. Wie viele Jahre machst du das schon? Bestimmt 15. 15 Jahre? Ja. 15 Jahre. Und das, was du da auf Reisen erlebst, du kriegst dann musikalisch ja wahrscheinlich ganz viele und interessante Eindrücke. Ja. Nimmst du das irgendwie mit nach Hause? Und ja, also ich habe, also momentan entsteht auch ein Buch, was leider noch nicht ganz fertig ist, aber jetzt fertig werden muss allmählich. Das ist über diese Wandermusikantenreise. Ich habe sonst schon, hätte ich öfters mal schreiben sollen, auch in Madagaskar bin ich mal in Krieg geraten und so, habe aber trotzdem mit den Kindern bin ich dann durchs Land gezogen und habe mit denen auch gesungen, was witzigerweise auch war, ich habe O Tannenbaum gesungen und die auf Madagassisch einen völlig anderen Inhalt, aber die Melodie war die gleiche. Ja, lustig, sehr lustig. Was ist dein Lieblingslied? Dein Lieblingsvolkslied, sagen wir mal so. Hast du eins? Kann ich gar nicht sagen. Echt nicht? So auf Anhieb vor allem, da fallen mir Hunderte ein. Naja, aber man hat ja immer eine so eine Präferenz und man sagt, das höre ich unglaublich gerne. Also etwas, mit dem ich eigentlich auch auf der Straße immer angefangen habe und was so zu meinem Motto-Lied wurde, ist dieses Heute hier, morgen dort. Bin kaum da, muss ich fort. Ja. Habe mich niemals deswegen beklagt. Ja. Und so habe ich selbst so gewählt und so. Und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Lied. Ja. Aber also, tolle Idee. Sicher eine gute Initiative. Komm auch in unsere Stadt, hier nach Köln mal. Und es mögen viele Leute nachmachen. Ich finde es wirklich auch wunderbar. Ich glaube, es tut der Seele sehr gut, wenn man singt.
Das ist eine wunderbare Therapie, um Spannungen loszuwerden. Und das ist eine ganz tolle. Ich denke mal auch wirklich, das ist eben auch eben eins unserer Grundprobleme. Wir brauchen ganz viele, viele Psychologen. Mhm. Früher haben die Leute, bevor sich seelisch etwas festgesetzt hat, haben sie es in Klang umgewandelt und sind es losgeworden. Mhm. Und das haben wir nicht mehr. Ja. Wir haben dieses Ventil nicht mehr. Und allmählich, so peu à peu, wird das Bewusstsein dafür wieder etwas stärker. Genau. Vielleicht entwickelt sich ja das wieder in die Richtung, dass doch wieder etwas mehr gesungen wird. Ja. Und nicht nur gehört wird. Würde mich sehr freuen. Würde mich auch sehr freuen. Mich hat sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben, Angelika. Gleichfalls also. Alles Gute. Schönen Abend. Danke. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann meldet euch oder mailt unter domian@wdr.de. Oliver ist hier, 35, hallo. Ja, hallo Domian, ja, guten Morgen. Abend. Was ist dein Thema? Ich bin auch ein Nachzügler. Auch ein Nachzügler? Das ist irre, was wir da wie viele Leute wir da angesprochen haben mit der Sendung Extreme und ungewöhnliche Berufe. Also, leg los. Was ist es bei dir? Kreuzfahrtjournalist. Kreuzfahrtjournalist? Ja. Was habe ich mir denn darunter vorzustellen? Das ist jemand, der über das Thema Seetouristik und Kreuzfahrten schreibt, Fotos dazu liefert, also journalistische Reportagen macht, auch kritische Reportagen macht. Ja. Also bist du auf diesen super Luxuslinern, Queen Elizabeth oder wie die alle heißen, diese 7-Sterne-Hotels, die auf den Meeren kreuzen, sowas begleitest du auch? Ja, das fängt also bei einem Stern an und geht bis 5 Sternen und das... Was war das schickste Schiff, auf dem du bisher gefahren bist? Das schickste Schiff, möchte ich eigentlich fast sagen, war letzten Sommer ein ganz kleines, das also, selbst wenn man das jetzt mit dem Fernsehtraumschiff vergleicht, nur ein Zehntel so groß ist. Mhm. Hebridean Princess fährt da oben auf den Hebriden herum und hat nur 50 Passagiere etwa, in erster Linie Engländer. Aber sehr luxuriös. Sehr luxuriös, sehr fein gemacht, sehr edel, sehr schick. Und was war das Luxuriöseste, was du da an Bord erlebt hast, wo selbst du gesagt hast, wow, das ist ja irre? Ach, weißt du, das sind so ganz viele Kleinigkeiten, was du dann, wo du dann eben, wenn du da auf dem Achterdeck stehst mit den Leuten zusammen, die Schotten sehr, sehr fein, zum Teil im Kilt, die da also im Schottenrock wirklich dann statt im Smoking auftauchen und wo man dann eben beieinander steht auf diesem sehr, sehr edlen Teakholzdeck und wo also dann die Stewardess, die einen im Restaurant auch bedient, extra nach oben kommt, weil sie ja weiß, dass man gerne vor dem Essen vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, ein Stück Brot oder ein paar Oliven oder irgendwas hätte und die dann eben noch schnell raufbringen. Das sind keine großen Sachen. Das sind eigentlich die Sachen, die wirklich den Pfiff ausmachen bei sowas. Aber dennoch die Frage, warst du mal auf so einem Riesenschiff, die wir im Fernsehen immer sehen, die mal auch schon mal gerne Hamburg kommen und eine Riesenattraktion darstellen, die extrem luxuriös sind? Ja, die Queen Mary war also dann das Übernächste. Ich habe also erst diese kleine Hebridean Princess gemacht und dann als absoluten Kontrast, ging letztes Jahr ziemlich Schlag auf Schlag, das Easy Cruise Schiff im Mittelmeer, also dieser Billigfluganbieter EasyJet hat auch ein Kreuzfahrtschiff da jetzt rumfahren. Das war also dann so das andere Extrem. Und dann kam direkt anschließend eigentlich die Überfahrt mit der Queen Mary nach New York. Was kostet so eine Überfahrt, wenn man es richtig schön haben will auf diesem Schiff? Also ich sag dir mal die ganze Preisspanne. Mhm. Es fängt an bei 1300 Euro und geht bis 30.000 Euro. Bis 30.000 Euro. Von Hamburg nach New York? Von Southampton nach Southampton New York. Nach New York. Also Hamburg ist dann noch 2 Tage mehr, also lass es ein bisschen teurer sein. Wenn du dich da so rumtreibst, für wen schreibst du das? Verkaufst du das denn an Bunte oder so, an große Illustrierten? Oder? Nee, es gibt ein paar Fachmagazine in dem Bereich und ich bin seit 2003 Chefredakteur von einem dieser Fachmagazine, nämlich beim Seereisenmagazin. Achso, du bedienst nicht so den Klatsch und Tratsch. Also wenn da irgendwelche super Promis auftreten, die fotografierst du nicht und interviewst du nicht. Da tue ich mir auch manchmal selber keinen Gefallen. Ich versuche schon gelegentlich meine Geschichten auch nochmal woanders zu verkaufen. Das darf ich auch laut meinem Kontrakt mit dem Seereisenmagazin. Aber gerade bei den Organen, die du ansprichst, wie Bunte zum Beispiel, kommt dann sofort die Frage, waren denn da auch Promis? Ja. Und mir ist es schon passiert, dass ich dachte, ja, da waren welche, aber ich habe die nicht fotografiert. Ja, wahrscheinlich tummeln sich da extrem prominente Leute, Weltprominenz, ne? Du, auf manchen Schiffen, auf der Europa oder auf der Queen Mary, aber auf dem Gros der deutschsprachigen Kreuzfahrtschiffe sind ganz normale Leute wie du und ich. Unser von uns allen verehrter Harald Schmidt hatte in seiner Pause voriges Jahr, soweit ich weiß, auch so eine große Kreuzfahrt gemacht. Das habe ich gehört, ja. Und ich weiß nicht, wohin er gefahren ist, aber er war sehr lange unterwegs. Den hast du nicht zufällig getroffen irgendwo? Nee, den habe ich nicht getroffen, nein. Ja.
Aber das ist dann ja auch schon ein tolles Leben, was du führst, würde ich mal so spontan sagen. Immer auf Reisen, immer auf tollen, also nicht immer, aber meistens dann wahrscheinlich im tollen Ambiente auch, oder? Das genieße ich schon sehr, ja. Ich meine, es ist natürlich so, dass ich da arbeite, wo andere Urlaub machen. So, das heißt, genau. Ich sitze natürlich auch in meiner Kabine und schreibe da ein paar Stunden. Und wenn wir im Hafen liegen, ein großer Teil der Themen, über die ich schreibe, sind natürlich auch die Landgänge und fremde Kulturen und versuche mich da unter das Volk zu mischen. Und dann gibt es natürlich Passagiere, die am Anfang ganz neidisch gucken und sagen, mein Gott, der fährt da also immer kostenlos auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen mit. Und die dann, wenn ich nach 12 Stunden, die ich mit der Kamera durch den Hafen gelaufen und auf jeden Berg gekrochen bin, wo ich noch irgendwie ein gutes Fotomotiv wittere, dann sagen, ach naja, das sieht aber doch schon irgendwie alles sehr anders aus, als wir aus. Hier diese Reise erleben. Ne? Bist du denn immer unterwegs? Zum Beispiel jetzt, wo bist du jetzt im Moment? Ich sitze jetzt am Schreibtisch, weil am 1. In Deutschland. am 1. März eine neue Ausgabe Seereisenmagazin erscheint und ich die also natürlich fertig machen muss. Ja. Also ich versuche, wir erscheinen 6-mal im Jahr, ich versuche zwischen 2 Ausgaben jeweils eine Kreuzfahrt unterzubringen, wenn es denn passt. Ach so, das ist dann, wie viel mal im Jahr bist du dann so unterwegs? Ja, also ich, wie gesagt, ich versuche es dann so 6-mal zu machen. Letztes Jahr war ich, was Themen anging, ziemlich ausgebrannt. Es kamen dafür aber einige sehr interessante Angebote, da war ich dann insgesamt 10-mal unterwegs. Mhm. Also das war aber eigentlich zu viel. Also ich habe bei der Steuererklärung gesehen, ich hatte 180 Abwesenheitstage. Da wird es schon sehr schwierig, hier die Arbeit noch zu koordinieren. Ne? Das bereut man auch hinterher. Noch mal eine Frage zu diesen extrem luxuriösen Schiffen und wo so eine Reise von England nach Amerika 30.000 Euro kostet. Kosten kann. Was sind das so für Leute, die das machen? Das sind doch, beschreib sie mal. Also ich glaube, diejenigen, die solche Kabinen buchen, die dann tatsächlich 30.000 Euro dafür ausgeben, das sind in der Regel Leute, die relativ schnell reich geworden sind. Also das sind nicht unbedingt jetzt alte Leute, sondern das sind eher so die 35 ist zu wenig gesagt, 40 vielleicht bis 55-Jährigen so in der Klasse, die es also beruflich relativ schnell geschafft haben und wahrscheinlich auch sehr viel Stress haben, sehr eingespannt sind. Und sich mal was gönnen. Es gibt also zum Beispiel auf anderen Schiffen von Norwegian Cruise Line gibt es sogenannte Garden Villas. Das sind also noch weitaus luxuriösere Kabinen, als man die auf der Queen Mary hat. Ja. Mit 400 Quadratmeter Garten und eigenem Grillplatz. Nein. Da gibt es also Leute, die diese Kabine in der einen Woche überhaupt nicht verlassen. Die Wahnsinn. Lassen sich die Mahlzeiten dahin bringen und die wollen... 400 Quadratmeter? Ja. Eigene Kabine auf einem Luxusschiff? Ja. Mit Garten? Sowas gibt's. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das und, ist ja Wahnsinn. Die gehen also vielleicht allenfalls mal, so wie sie es zu Hause auch machen, mit ihrer Frau abends ins Theater und vom Theater wieder zurück in die Kabine, aber alles andere und findet das, da statt. Und das Theater findet auch auf dem Schiff statt. Ja, das findet auf dem Schiff statt, ja. Das ist ja schon Wahnsinn. Ja, das sind wahrscheinlich so reiche Leute, die vielleicht so auch so extrem im Stress sind, die einfach mal abhängen wollen und keine Leute um sich rum haben möchten und so weiter. Und das sind diejenigen, bei denen es auch wirklich aufs Geld nicht ankommt, weil die nämlich auch nur so wenig Zeit zum Reisen im Jahr haben, dass sie in dieser kurzen Zeit alles unterbringen, was sie an Genuss sich gönnen können. Wenn du jetzt Leute nimmst, wenn du also das typische Kreuzfahrtpublikum denkst von vielleicht 65 oder 70 Jahren, die haben Zeit, die gucken schon aufs Geld, auch wenn sie relativ viel davon haben und sagen, ach nö, da fahre ich lieber einmal mehr. Nicht? Wo ich dich jetzt an der Strippe schon habe, muss ich dich was fragen, was mich persönlich sehr interessiert. Ich möchte gerne irgendwann mal mit der Hurtigen Route fahren. Ja. Das ist, wer das nicht kennt, das ist ein Postschiff, das startet in Oslo, glaube ich, und fährt ganz Norwegen hoch bis nach norwegisch Lappland, hammerfest oben. Fährt immer wieder in die Fjorde rein, ist eben auch ein Postschiff, aber man kann mitfahren. Ja. Ich habe mit einigen Leuten darüber gesprochen, die es gemacht haben, die waren hochbegeistert, habe es im Fernsehen gesehen, fand das auch interessant. Hast du es schon gemacht? Nein, gemacht habe ich noch nicht. Ich habe natürlich mit vielen auf Kreuzfahrtschiffen gesprochen, die es gemacht haben. Und vor allen Dingen eben herausstellen, dass man da doch mehr Kontakt zu Land und Leuten hat, dass man die Reise als solche mehr genießen kann, weil ja nicht irgendwelche Abendunterhaltung oder sonst welches Halligalli an Bord geboten wird. Ja. Obwohl die Schiffe ja schon sehr viel komfortabler, luxuriöser geworden sind. Also die Schiffe als solche unterscheiden sich eigentlich von einem mittelgroßen Kreuzfahrtschiff gar nicht mehr inzwischen. Ja, obwohl im Fernsehen sah das doch noch relativ schlicht aus. Und man sagte, dass man da nicht so große Ansprüche haben sollte. Ja, das hat aber das skandinavische Design allgemein an sich. Wenn du auf anderen skandinavischen Kreuzfahrtschiffen bist, sieht das also auch so in hellem Holz und ein bisschen Chrom und so weiter eher schlicht aus. Also du könntest durchaus empfehlen und sagen, kann man machen. Das kann man sicherlich machen. Wobei, was viele nicht wissen, ist, dass die Hurtigrouten inzwischen auch umgekehrt ins Kreuzfahrtgeschäft einsteigen. Die haben nämlich gemerkt, dass sie im Winter, wenn sie mit den Schiffen in die Antarktis fahren, mehr Geld verdienen können. Das heißt, es gibt also inzwischen 2 von diesen Schiffen, die machen eigentlich wirklich reine Kreuzfahrten. Ja. Nicht da oben im Nordpolarmeer, sondern eben in der Antarktis. Ja, das heißt, aber jetzt wird es, glaube ich, zu speziell, das Ganze. Aber ich finde das einen interessanten Job, den du da hast.
Viele werden dich darum beneiden. Da gehe ich von aus, aber wie gesagt, man muss dann eben auch darüber nachdenken, welche Konsequenzen das hat, weil zum Beispiel sicherlich auch potenzielle Partnerinnen sich darüber echauffieren, dass ich dann eben so lange nicht da bin. Ist das so? Hast du eine Partnerschaft im Moment? Ich hatte letztes Jahr eine, aber die ist, glaube ich, ein bisschen auch daran zerbrochen. Ich habe also zumindest immer den Unmut gespürt, wenn ich dann mal wieder losfuhr. Und du triffst aber wiederum auf den Schiffen wahrscheinlich viele interessante, tolle, nette Frauen. Ja, in der Regel eher unter dem Personal, denn die anderen sind, du weißt, ich bin 35, nicht unbedingt meine Altersklasse. Ah, ja. Und das wiederum mit dem Personal verbietet sich, denn die müssen dann im nächsten Hafen ihre Papiere verstehe. Also, alles hat seine Schattenseiten natürlich, aber für eine Weile sowas mal zu machen, ist sicher eine tolle und interessante Erfahrung auch. Danke dir für deinen Anruf, Oliver. Sehr gerne. Und ja, gute Reise weiterhin, gute Reisen. Ja. Darf ich vielleicht, also das Magazin, für das ich schreibe, ist ein Online-Magazin, kostenlos zu lesen für jedermann unter www.seereisenmagazin.de. Ja. Das würde ich vielleicht deinen Hörern ganz gerne noch sagen, falls einer mal reinschauen möchte. Nur ist es passiert, okay. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Und weiter geht's mit Dirk. Dirk ist 34 Jahre alt. Hallo Dirk. Hallo, grüß dich. Ja, schönen guten Tag, guten Morgen. Was ist dein Thema, Dirk? Ja, das hatten wir heute sogar schon. Und zwar bin ich Dialysepatient und warte auf ein Spenderorgan. Du bist Dialysepatient, weil die Niere nicht mehr funktioniert? Oder? So richtig. Also eine Niere nicht funktioniert? Also beide sind kaputt. Beide sind kaputt, ja. Mit 34 schon. Ja, ich bin seit Geburt nierenkrank. Bitte? Ich habe nicht verstanden. Seit Geburt? Seit Geburt bin ich schon nierenkrank. Ah ja. Und seitdem ich 17 bin, bin ich an der Dialyse. Seitdem du 17 bist? Ja. Wie oft musst du hin? Ich muss auch dreimal in der Woche, wie der Reiko auch. Mhm. Und war zwischenzeitlich schon mal transplantiert. Mhm. Und das eine Niere transplantiert? Ja, richtig. Ja. Und das ging aber leider total schief. Warum? Hatte in der Zeit also etliche Operationen. Und zwar war es so, bei mir hat sich immer wieder zwischen Niere und Blase der Harnleiter verstopft. Mhm. Und das musste also immer wieder gedehnt werden durch OPs. Und das hat die Niere einfach nicht überlebt. Das heißt, wie lange hattest du dieses Spendeorgan? Ich hatte es 3 Jahre. 3 Jahre und es hat ja nicht viel Erleichterung gebracht? Nee, leider nicht. Und als das Spendeorgan rausgenommen wurde, da war deine alte Niere ja nun auch schon weg. Wie ging es dann weiter? Ja, die alten Nieren, die sind raus und das Spenderorgan, das blieb aber im Körper drin. Ah ja. Das war zwar kaputt, aber wurde nicht abgestoßen. Ja, das heißt, du hast gesagt, die alten Nieren, ist die andere Niere auch, ist die entfernt? Die sind beide, also meine eigenen wurden entfernt, da war ich 3 Wochen alt. Ach so. Ja, also das heißt, eine wurde entfernt, als ich 3 Wochen alt war. Und die andere, die ging so mit Ach und Krach, bis ich 17 war. Mhm. Und dann war einfach Schluss. Mhm. Das heißt, im Moment hast du in dir trägst du diese Niere noch. Richtig, die bleibt auch drin. Mhm. Das heißt, deine eigenen Nierenfunktionen sind gleich null. Ja, richtig, ja. Und also, du bist wirklich, es ist absolut lebensnotwendig für dich, an das Dialysegerät zu kommen. Richtig. Also ohne geht's absolut nicht. Ich habe auch absolut keine Ausscheidung mehr. Das heißt, jeder Milliliter, den ich trinke oder durch Suppe esse oder sonst was, bleibt alles im Körper. Wie kommt das? Ja, das kommt natürlich dadurch, dass die Niere nicht arbeitet. Richtig, klar. Ja, genau. Ja. Das heißt, da überlegt man sich doch wahrscheinlich jeden kleinen Schluck, den man zu sich nimmt, ne? Ja, natürlich. Also unter der Woche geht's einigermaßen. Mhm. Aber am Wochenende kann es also zum Teil zu Tortur werden, weil dadurch natürlich ein Tag länger ist. Mhm. Und ich falle immer wieder ins Schwäbische, tut mir leid. Ja, man versteht es, aber das ist völlig in Ordnung. Das heißt, bevor du zur Dialyse gehst, kannst du dir noch ein bisschen was trinken, oder? Nee, also davor nicht, weil das Gewicht ist ja schon im Körper drin, das Wasser. Aber an der Dialyse kann ich mir also dann jedes Mal eine Flasche Sprudel gönnen mit so einem halben Liter Inhalt. Ach so, während die Sache läuft. Ja, da, weil das da dann kann direkt, man das denn. Das wird dann direkt rausgezogen durch den Apparat. Ja. Und das ist also jedes Mal so ein richtiges Vergnügen, die Flasche anzusetzen und zu trinken. So als Laie, ich begreife es noch gar nicht so richtig. Wo bleibt denn dann die Flüssigkeit, wenn du sie nicht ausscheiden kannst? Wo ist die? Die setzt sich wirklich in den Zellen vom Körper ab.
Im ganzen Körper. Das heißt, dass auch so Aufschwemmungen stattfinden? Richtig. Mhm. Also ich merke es zum Beispiel, ich habe meinen Ehering dran. Ich bin jetzt seit 12 Jahren auch verheiratet. Mhm. Und nach der Dialyse kann ich meinen Ehering abziehen. Mhm. Und an den Zwischentagen geht es also absolut nicht, weil er so fest sitzt, dass gar nichts geht. Hast du oft Durst? Ja, also erstaunlicherweise jetzt im Winter bei trockenem Wetter viel mehr als im Sommer, wenn es heiß ist. Mhm. Ja. Mhm. Auch so bei Speisen achtest du, hast gerade schon über Suppe gesagt, dann auch wahrscheinlich darauf, dass du eher trockene Sachen zu dir nimmst. Ja, natürlich. Mhm. Also Wochenende und Suppe, das geht also absolut nicht. Obst dann auch nicht so, ne? Obst ist also wegen Kalium zum Beispiel, das ist ganz schlimm, weil Kalium setzt sich im Körper ab, das sammelt sich an. Und das kann zu so schlimmen Herzrhythmusstörungen führen, dass man also praktisch stirbt dran. Das heißt, du hast im Prinzip so einen ganzen so richtigen Plan, was für dich gut ist und was du unbedingt meiden solltest zum Essen. Und das weißt du mittlerweile wahrscheinlich schon auswendig, wo das ist. Ja, klar, nach den ganzen Jahren ist das gar kein Problem mehr. Das heißt, in Urlaub fahren und so ist nicht, ne? Ja gut, es gibt Urlaubsdialysen. Wir haben jetzt dieses Jahr wieder eine gebucht. Aber da ist natürlich, also die Dialyse ist das Wichtigste. Und wenn die Dialyse dann klar geht, dann kann man mal gucken, ob man vielleicht ein Urlaubsdomizil kriegt. Und ihr habt jetzt was gebucht, wohin geht es? Dieses Jahr das erste Mal nach Sylt. Nach Sylt, da geht es, da kann man das machen. Natürlich sind die Ziele extrem eingeschränkt, wo man solche Apparaturen dann findet. Ne? Ja, also innerhalb Deutschlands ist gar kein Problem. Mhm. Und dann gibt es auch noch so Dialyseführer innerhalb von Europa, wo also Frankreich, Italien, alles Mögliche drin ist. Jetzt hast du gerade gesagt, du wartest darauf auf ein neues Organ, eine neue Niere. Wie lange wartest du jetzt schon? Ich warte jetzt seit 99 drauf. Seit 99? Ja. Und das ist so, dass jede Stunde, Sekunde quasi bei dir das Telefon klingeln kann? Im Prinzip, in dem Moment, wo wir telefonieren, könnte eigentlich jemand versuchen, mich zu erreichen. Ja. Verspannt dich das denn nicht, zu telefonieren, zu wissen, da könnte jetzt jemand anrufen? Und also mittlerweile geht's einigermaßen. Ich muss allerdings sagen, wenn zum Beispiel irgendwelche Bekannten oder so um 9:30 abends noch kurz anrufen wollen, zu einer Zeit, wo man nicht damit rechnet, dann kriegt man also schon schön Herzrasen. Und weil man sofort den Gedanken hat, das ist also Stuttgart und Transplantationszentrum. Du kommst aus Süddeutschland, wie man ja auch hört. Ja. Mhm. Das heißt, da müsstest du innerhalb von wenigen Stunden in die Klinik? Ja, also wenn es geht, innerhalb 1,5-2 Stunden. Mhm. Und dann würde die Operation dann auch sofort vorgenommen? Sofort. Es sei denn, ich hätte zu viel Wasser im Körper, dann müsste man noch kurz dialysieren. Kann man eine Zeit noch nennen, dass du sagst, ich muss mindestens noch so lange warten, oder kann es wirklich immer jeden Tag passieren? Ja, also man muss sagen, also der momentane Durchschnitt in Deutschland sind 6-7 Jahre. Mhm. Also ich bin so jetzt in einer Zeit, wo es wirklich jeden Moment sein könnte. Das ist auch altersbedingt. Ach so. Mhm. Mhm. Ersehnst du dir diesen Moment? Auf der einen Seite natürlich ja, aber durch die, sagen wir mal, schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast, hat man natürlich auch Angst, weil ich natürlich auch weiß, was das alles bedeutet. 6 Stunden OP, Intensivstation und so weiter. Ja, da steckt man ja auch nicht so weg und nach dem Motto, mal schnell eine Niere reinmachen. Klar. Mhm. Und das kann natürlich auch sein, man wacht auf und die Niere, die ist vom ersten Moment dann kaputt. Mhm. Aber die Chance besteht doch auch, wenn im besten Fall, dass man dann ein relativ normales Leben führen könnte? Ja, das ersehne ich natürlich. Das ja, ne? Mhm. Kennst du Menschen, die nach einer Transplantation, einer transplantierten Niere normal und gut leben können? Ja, also ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat sein Organ jetzt schon 20 Jahre. 20 Jahre? Ja. Muss man denn dann, das liest man ja immer wieder, muss man da dann auch die ganzen Jahre über so schwere Medikamente nehmen? Ja, absolut. Das schon. Die Abstoßung ist natürlich jeden Tag gegeben. Mhm. Und gut, am Anfang gibt es noch Cortison, das ist dann ganz übel. Mhm. Aber so die normalen Medikamente, die dann später dann also als alleinige Medikamente gegeben werden, die sind okay. Ja, geht. Ja. Mhm. Du hast gerade beiläufig gesagt, dass du verheiratet bist. Mhm. Wie geht deine Partnerin damit um? Ja, die hat mich kennengelernt, da war ich schon an der Dialyse. Mhm. Und
das war also für sie eigentlich kein Problem. Aber sie ist nicht Dialysepatientin? Nein, sie ist kerngesund. Ja. Habt ihr Kinder? Nein, das ist durch die Dialyse leider bei den wenigsten Patienten möglich. Und weil man unfruchtbar wird durch die Erkrankung, oder? Ja, das ist also leider einer der Punkte, die mitspielen. Mhm. Aber ich habe es gerade auch schon angesprochen, die Sexualität, das funktioniert schon. Das ist eigentlich kein Problem. Das ist kein Problem. Mhm. Und deine Partnerin geht da locker mit um, denn das ist ja auch eine Belastung für den Partner. Ja gut, die was heißt größte Belastung, aber eine Belastung bei uns ist eigentlich hauptsächlich, sie muss voll arbeiten und ich bin aufgrund der Erkrankung jetzt seit fast 3 Jahren Frührentner und mache den Haushalt und mir liegt das halt auf der Seele, weil ich immer das Gefühl habe, sie ist allein zuständig für alles und ich kann halt nur einen kleinen Teil leisten. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich bin ausgebildeter Industriekaufmann. Industriekaufmann, und das ging jetzt nicht mehr, das war jetzt zu belastend für dich. Ja, weil ich musste arbeiten bis mittags 3, 4 und dann noch 4 Stunden Dialyse und dann am nächsten Morgen um 5, 6 raus und irgendwann ging es nicht mehr. Ist das, wenn man von der Dialyse dann nach Hause kommt, ist das ein Gefühl der Erleichterung oder ist man da erschöpft? Also erstmal ist man wirklich total fertig. Ja, also es ist wirklich so ein Gefühl, wie wenn man stundenlang sehr schnell spazieren gegangen wäre. Man ist ausgepumpt, man ist fertig. Und wenn ich dann wieder ein bisschen was getrunken habe, weil man auch sehr ausgetrocknet ist vom Körper her, dann geht's eigentlich. Dann fühlt man sich recht gut. Ja. Ist dir das ein Grauen, dahin zu gehen? Ach, mittlerweile ist eigentlich Gewohnheit, weil ich habe so meinen bestimmten Ablauf, wie der Reiko auch schon gesagt hat. Ich lege mich da in den Sessel und dann gibt's erstmal ein Frühstück. Das gibt's eigentlich an jeder Dialyse, weil man da sehr hungrig wird. Und dann wird ein bisschen gelesen, ein bisschen Fernsehen geschaut und dann schlafe ich eigentlich die Zeit voll. Nun hört man ja immer wieder in Krankenhäusern, im medizinischen Bereich, dass eine der größten Risiken überhaupt, denen man als Patient ausgesetzt ist, sind die Keime in Krankenhäusern, in Praxen. Macht man sich da auch Gedanken drüber? Ist dieses Gerät wirklich sauber? Da fließt halt mein Blut durch, da floss vorher anderes Blut durch. Ja, es ist also so, dass die Dialysemaschinen werden nach jeder Dialyse grundsätzlich komplett desinfiziert. Und zwar bei über 90 Grad. Und die Systeme, wo das Blut durchläuft, die ganze Schlauchsysteme und der Filter, den man als Niere bezeichnet, der wird also komplett erneuert bei jedem Patienten. Ah ja, sodass man da beruhigt sein kann und sich keine Sorgen machen muss. Ja, also das ist absolut keimfrei und ich sage ja, ich mache da schon so viele Jahre und da ist noch nie was passiert. Lieber Dirk, ich bedanke mich sehr für deinen Anruf. Ja, ich danke dir auch. Hoffe wirklich sehr, 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 dass bald das Telefon klingelt. Das wäre toll. Und vor allen Dingen, dass es dann auch funktioniert, wenn es dann ein neues Organ ist. Ja, das hoffe ich. Du, Domian, ich hätte noch eine Bitte. Ich hätte auch von dir gern ein Autogramm. Ja, klar. Und kriegst du. Also wie gesagt, es sagen wirklich viele Leute, aber ich finde deine Sendung so toll. Und dadurch, dass ich nicht arbeiten kann, gucke ich dich jede Nacht. Und bitte mach's noch viele Jahre. Ja, sehr nett, dass du sagst. Es freut mich wirklich jedes Mal, wenn das jemand sagt. Das weiß ich, dass es ernst gemeint ist und das tut mir auch sehr gut, wenn ihr das so sagt. Vielen lieben Dank. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift, okay? Alles klar. Dirk, mach's gut. Tschüss. Und hier geht es weiter mit der Steffi. Und Steffi ist 21 Jahre alt. Hallo Steffi. Ja, hallo. Hallo Steffi. Was ist dein Thema? Mein Thema ist meine zurzeit Ehekrise. Deine Ehekrise zurzeit. Wie lange bist du denn schon verheiratet? Knapp ein Jahr jetzt. Und schon in der Krise? Ja. Was ist denn los? Ja, ich kann halt im Moment mit meinem Mann überhaupt kein Gespräch führen. Das heißt, er hört mir auch nicht zu. Der ist halt auch nur am Wochenende zu Hause, weil er halt die Woche über bei der Bundeswehr ist. Und wenn er dann zu Hause ist, dann ist er immer mit anderen Dingen beschäftigt und kümmert sich um mich überhaupt nicht. Also ihr redet nicht oder streitet ihr auch, wenn es dann zu einem bisschen Gespräch kommt? Ja, also wenn ich dann anfange zu sprechen und ich erwarte dann, dass er auch mal was darauf sagt oder dass er mit mir dann darüber spricht, dann endet das meistens immer in einer Krise. Was heißt Krise? Ja, dann fängt es halt an, langsam sich immer mehr alles hochzuschaukeln und dann beginnt halt der Streit. Schreierei.
Streit und ja, was. Auch. Wie lange ist das jetzt schon so, wie du es beschreibst? Das ist jetzt seit 13 Monaten so. Moment, ihr seid erst seit einem Jahr verheiratet? Ja, wir waren ja vorher schon zusammen. Ach, das ist während der ganzen Ehezeit schon so? Ja. Aha. Und es war also, quasi vor der Ehe zur Zeit, als ihr geheiratet habt, war es auch schon so? Ja, ist immer massiver jetzt geworden, dadurch, dass auch jetzt gewisse Aggressionen und auch Handgreiflichkeiten stattgefunden haben. Das heißt, er hat dich auch schon geschlagen? Ja. Wie hat er dich geschlagen? Mal so geschubst ganz heftig oder mir auch mal in den Rücken geschlagen oder in den Knie getreten. Das ist ja schon sehr ernst dann. Ja. Warum überhaupt habt ihr geheiratet, wenn zum Zeitpunkt der Heirat das schon so ein eher nicht so ganz, ganz tolle war? Ja, weil wir eigentlich immer daran geglaubt haben, dass alles besser wird und weil wir lieben uns auch auf eine Art und Weise. Nur im Moment ist es halt so, dass ich auch nicht mehr weiter weiß, was ich weitermachen soll. Wie lange kanntet ihr euch denn eigentlich vor der Ehe schon? 2 Jahre. 2 Jahre. Ja, das Gefühl sagst du, das ist schon auch noch Liebe. Ja, würdest du es von deiner Seite aus so sagen? Ja. Aber da sind mittlerweile auch andere Gefühle. Ja. Und hast du in irgendeiner Weise eine Ahnung, warum ihr nicht reden könnt oder warum er nicht redet? Das heißt, es liegt ja an ihm, weil du würdest ja reden wollen. So habe ich es verstanden. Ja. Ich weiß es einfach nicht. Er verschließt sich halt komplett in letzter Zeit. Hältst du es für möglich, dass eine andere Frau im Spiel ist? Nee, also dafür ist er überhaupt nicht der Typ. Aber nee, er scheint grundunzufrieden zu sein. Ja, in irgendeiner Art und Weise ist er auch unzufrieden. Das hängt, denke ich mal, auch mit der Bundeswehr zusammen, weil er halt auch nicht weiß, wie es jetzt weitergeht dann. Und ja. Gab es denn innerhalb dieser Ehezeit, in diesem einen Jahr, gab es da überhaupt mal ein paar schöne Momente? Oder war es ja. Das gab's schon? Ja, das gab's schon. Mhm. Die fehlen einem auch. Ja. Ja, jetzt hast du Angst wahrscheinlich, dass die Ehe jetzt Ehe Schaden nimmt oder vielleicht sogar zerbricht, wenn das so weitergeht. Ja, natürlich. Das weiß er aber auch. Er will ja auch sich ändern, aber es ist immer wieder dasselbe. Es endet immer mit dem ein und demselben Thema, dass er halt nicht mit mir redet. Und du bohrst und dann eskaliert. Ja, ich gehe immer drauf zu und er nimmt das auch nicht an. Schlaft ihr noch miteinander? Ja, das schon. Das schon. Wie ist das dann in der Situation? Ist das routiniert oder ist es zärtlich? Ja, es ist also mittlerweile Routine geworden, weil es geht auch immer eigentlich nur dann, wenn er das möchte. Also wenn ich Lust habe, dann werde ich immer abgewiesen. Klingt alles nicht gut, Steffi. Nee. Klingt alles nicht gut. Wie ist es denn, gibt es denn wenigstens mal so Zärtlichkeiten im Umgang miteinander? Ja, schon, aber das ist eher seltener geworden. Mittlerweile lebt man eigentlich mehr so nebenher. Freust du dich auf das Wochenende? Ja, ich freue mich schon, aber ich habe auch gleichzeitig Angst, weil ich dann wieder denke, dass es wieder im reinsten Chaos endet. Fährt er dann Sonntagabend wieder weg? Nee, Montagmorgen. Montag. Wie ist die Stimmung dann Montagmorgens beim Frühstück? Also ich bin eher, sage ich mal, traurig, weil ich weiß, dass ich jetzt die Woche über wieder alleine mit allem dastehe. Und bei ihm ist das eigentlich so, für ihn ist das Routine. Also er hat damit eigentlich keine Probleme. Kinder habt ihr keine? Nein. Nein. Bist du berufstätig auch noch? Nee, ich bin Hausfrau. Du bist Hausfrau. Soll das so bleiben? Nein, eigentlich nicht. Du möchtest auch schon irgendwie arbeiten? Ja, das schon, ja. Ist er damit auch unzufrieden, dass du den ganzen, dass du die ganze Woche dann zu Hause bist? Nee. Das ist okay. Das Problem ist wirklich, dass da irgendwie irgendwas, ein Mittel gefunden werden muss, dass er sich öffnet. Dass er sich auch vor dir öffnet. Ja, sonst natürlich. Geht eure Ehe wirklich den Bach runter. Ja. Ich meine, was jetzt schon passiert ist, ist schon so schlimm. Da müssen alle Alarmglocken schrillen. Ja, normalerweise schon. Er ist immerhin schon handgreiflich geworden und das darf eigentlich kein einziges Mal passieren. Nee, normalerweise nicht. Ich habe auch in den vorigen Beziehungen, die ich hatte, nichts anderes erlebt. Und ich habe eigentlich bei ihm immer gedacht, dass er anders ist. Er war ja auch mal anders. Was ist er denn so für ein Typ? Also eigentlich ist das eine klassische Situation, wie du sie beschreibst, wo man sagen muss, geht zu einer Ehe- oder Paarberatung. Würde er das machen? Nee.
Ich habe es zu Ihnen schon gesagt. Ich sage, es wäre am besten, wenn man sich mal von einer unabhängigen Person beraten lässt und einfach mal weiß, wie es weitergehen soll. Aber er möchte das nicht. Er möchte es auf keinen Fall. Nein. Mhm. Da musst du ihm klar machen, dass er irgendetwas in die Waagschale werfen muss, wenn er will, dass es weitergeht, weil du sonst so nicht leben kannst. Ich glaube, du musst dem mehr ins Gewissen reden. Du musst dem mehr. Mach schon. Ja, ich habe schon gestanden hier mit gepackten Koffern, aber irgendwo hat es ihm weniger beeindruckt, sage ich mal, weil er denkt, dass ich von ihm abhängig bin. Das denkt er. Ja. Dann solltest du ihm vielleicht mal zeigen, dass das nicht der Fall ist. Ist es denn so? Nee. Mhm. Also unter solchen Bedingungen nicht. Mhm. Dann würde ich wirklich dann auch mal ein bisschen ernster werden mit ihm. Mhm. Das heißt, also das nochmal thematisieren. Wenn er will, dass sich was verändert, dann müssen beide auch einen Kompromiss machen. Dann müssen beide aufeinander zugehen. Das musst du ihm so sagen. Das musst du ihm so sagen. Das heißt, wenn er will, dann muss er auch über seinen Schatten springen, beispielsweise, und mit zu einer Paarberatung kommen. Ja, das habe ich ihm ja schon gesagt. Er sagt ja auch immer, er will es anders machen. Aber ich glaub's ihm nicht. Genau. So, wenn du sagst, wenn er dann dagegen sich sperrt, dann sagst du ihm einfach, dann mache ich das alleine. Dann gehe ich da erstmal alleine hin und bespreche die Situation mit einer neutralen Person, so wie du es mit mir jetzt auch gemacht hast. So, darüber hinaus würde ich auch noch mein Verhalten ändern an deiner Stelle. Nämlich, dass der eben nicht das Gefühl hat, mit der kann ich's machen und die ist von mir abhängig. Dann bist du halt mal ein paar Monate weg oder ein paar Wochen. Das ist auch absolut in Ordnung. Vielleicht rüttelt ihn das auf. Vielleicht kapiert er dann, dass das alles irgendwie nicht einfach so weiterlaufen kann. Das habe ich ihm ja schon gesagt. Ja, aber du musst dann auch was tun. Ich habe ihm ja schon gesagt, dass eine räumliche Trennung wahrscheinlich erstmal das Beste wäre. Ja. Und was dass hat, er was über seine Gefühle sich mal klar wird und was er eigentlich will. Aber da hat er dann, hat er weggewischt nach dem Motto, dass er das nicht ernst nimmt, oder wie? Nee, er hat gesagt, er möchte das nicht. Er möchte nicht, dass ich gehe. Ja gut, aber du möchtest das. Ja. Ne, dann musst du es halt dann irgendwann auch tun. Mhm. Mir scheint nämlich das auch so da zu sein bei euch, dass er dich nicht wirklich ernst nimmt. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Mhm. Weil ich leide mittlerweile auch ein bisschen gesundheitlich darunter. Mhm. Und hast du die Möglichkeiten, für eine Weile irgendwo anders zu wohnen? Ja, das ganz bestimmt. Ja, so, dann ist das doch alles schon wunderbar. Jetzt gebe ich dir mal gleich meine Psychologin noch. Das heißt, meine Psychologin ruft dich an. Mhm. Vor wegen Anlaufstellen, Beratungsstellen, wohin du dich auch wenden könntest in deiner Umgebung. Mhm. Ja? Steffi, dann legst du bitte auf und Simone ruft dich an. Ich wollte dich noch was fragen. Bitte. Ich hätte gerne auch ein Autogramm von dir. Kein Problem. Dann sagst du meiner Psychologin die Anschrift und dann kriegst du eins. Ja, und großes Lob an deine Sendung. Vielen lieben Dank, Steffi. Ich habe schon öfters mit dir gesprochen. Alles Gute, Steffi. Du legst auf. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist die Jasmin und Jasmin ist 16 Jahre alt. Hallo Jasmin. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist der Grund deines Anrufes? Ja, es geht um meine Beziehung zwischen mir und meinem Freund. Mhm. Da läuft es nicht so glatt, wie es laufen sollte. Also wir sind jetzt ein Jahr zusammen, über ein Jahr. Mhm. Und ich suche den Grund ein bisschen bei mir. Also ich weiß, dass ich ein bisschen hauptsächlich dran schuld bin, dass das alles ist. Warum? Was machst du falsch? Deine Auffassung nach? Ja, es ist so, ich bin ziemlich leicht reizbar. Also er macht wirklich Kleinigkeiten, die im Nachhinein keine Bedeutung haben. Mhm. Und ich reg mich tierisch drüber auf. Also ich habe zum Beispiel ein Beispiel, es war vor 2 Tagen war ich morgens bei ihm. Mhm. Und am Tag davor hatten wir telefoniert, also es war einen Tag vor Valentinstag. Und ich habe ihm gesagt, es wäre schön, wenn wir an Valentinstag morgens in die Stadt fahren würden. Ich würde ihm gerne was Kleines kaufen und so. Mhm. Und er hat dann das so ein bisschen abgetan. Ja, lass uns morgen früh nochmal drüber reden. Mhm. Und dann war ich morgens bei ihm. Ja, und dann war er nicht richtig wach gewesen. Mhm. Und dann hat er das abgetan. Ja, wie, ich wollte doch mit dir in die Stadt, weiß ich gar nichts von, so nach dem Motto. Und ich so, ja, Schatz, aber ich habe doch gesagt, wir wollten mal hinfahren und du wolltest nochmal mit mir reden und so. Und das hat mich wirklich richtig sauer gemacht. Das hat mich richtig aufgeregt, weil dass er nicht mit mir in die Stadt gefahren ist, sondern dass er sagt, er redet mit mir nochmal drüber am nächsten Tag und macht das dann nicht. Das sind so Sachen, die... Ja, aber er fühlt sich ja nicht ernst genommen. Ja. Ja, wäre ich auch in gewisser Weise sauer. Finde ich auch. Aber
es ist schon wirklich oft so, dass ich ihm wirklich auch... Wie ging es dann weiter? Du warst dann eingeschnappt und böse und sauer und wie ging es dann weiter? Ja, ich bin dann in einen anderen Raum gegangen, habe dann die Tür zugeknallt und es hat dann eine Weile gedauert, bis er dann rüberkam. Und dann hat er sich entschuldigt, aber das war auch mehr so ein Halbschlaf und das kam nicht ganz ernst rüber. Und seid ihr denn dann noch in die Stadt gefahren? Nein. Nein, das nicht mehr. Wie alt ist er eigentlich? Er wird jetzt 20 und ich bin übrigens 17. Das ist noch nicht so lange, ich habe das nur irgendwie falsch gesagt, weil ich noch nicht so lange 17 bin. Also 17, okay, 17, ja, genau. 17. Also es sind immer solche Kleinigkeiten, wo es sich hochschaukelt, wo er eine gewisse Schuld auch trägt, aber du bist dann auch sehr heftig, habe ich das so richtig verstanden? Nee, ich meine, ich bin schon eigentlich schuld, weil das sind wirklich manchmal Sachen, jetzt nicht nur das mit der Stadt, okay, ist vielleicht nachvollziehbar, aber es gibt wirklich manchmal Sachen, wo ich sofort sauer werde und ihn sofort anschreie. Und also wo definitiv du schuld bist? Ja. Weil du überreagierst? Ja. Und das bei irgendeinem Firlefanz. Auch fertig. Das macht ihn fertig und dich auch? Ja, er ist da ziemlich traurig immer und ich denke dann sofort in so einer Situation, wenn ich mit dem Streit habe, an Schluss machen und sofort gehen und nach zwei Stunden bereue ich das dann schon wieder, dass ich das überhaupt gedacht habe. Ja, aber ich finde ja immer gut, es ist der erste Schritt zur Veränderung, Selbstveränderung ist ja, dass man sich selbst... durchblickt und erkennt, dass diese Verhaltensweisen hast du jetzt schon mal ein bisschen auf dem Schirm, ne? Ja, aber irgendwie, wenn ich versuchen will, mich zurückzureißen, dann klappt das nicht. Ich bin so dann auf der Palme, dass ich dann ausrüsten muss irgendwie. Aber du merkst ja, also ich mache das bei mir immer so, wenn ich auch schon merke, jetzt kommt eine Situation, wo du eigentlich immer überreagierst. Ja. Da versuche ich mir schon, während ich erstmal in Rage komme innerlich, mir vor Augen zu halten, jetzt ist wieder so eine Situation. So, und wenn ich das so auf einer zweiten Ebene gedacht habe, ist das schon der erste Bremsklotz. Ja. Und der zweite Schritt ist dann auf dieser anderen Ebene zu sagen, Moment, Vorsicht, 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 fahr dich runter. Du bist dann immer noch heftig genug, wenn du auch runtergefahren bist. Ja. Ich glaube, nur durch solche Psychotricks schafft man das, sich selbst in den Griff zu kriegen. Dass man sich so verhält, dass man sich eben nicht hinterher darüber ärgert oder sich schämt, was man gemacht hat. Ja, aber er sieht auch manche Sachen, also so jetzt wie zum Beispiel halt das mit der Stadt, das sieht er dann nicht ein. Und er will dann immer mit mir reden, ja Schatz, was hast du denn? Und es regt mich so oft, dass er es nicht mal selber sieht, dass ich dann auch gar nicht in dem Moment mit ihm drüber reden will. Ja, das aber kann ich dann eine Stunde später, aber nicht in dem Moment. Ja, du bist ja emotional, merke ich schon. Ja. Ne? Da ist wirklich das A und O, einfach sich um die Hälfte runterzuschrauben. Das ist das Allerklügste. Und sich dann wirklich versuchen, auf ein normales Gespräch einzufinden, irgendwie, obwohl es so schwer ist. Ich weiß, das ist jetzt sind so theoretische Aussagen, aber es geht nur so, mit so kleinen Schritten. Weil man so viel kaputt macht. Man macht vielleicht eine tolle Beziehung kaputt, die man gerne hat. Und man mag sich ja selbst so auch nicht, wenn man hinterher dann über sich selbst nachdenkt. Ja, ich könnte mich dann selbst ohrfeigen. Ja, man findet sich selbst unsympathisch. Ja. So, und man muss dafür arbeiten, dass man sich selbst auch sympathisch findet. Ich glaube, dann ist man auch anderen Leuten gegenüber sympathisch. Ja, was ich, weswegen ich auch anrufe, das ist dann zum Beispiel, ich habe so das Gefühl, dass das was mit meiner Vergangenheit zu tun hat. Also ich habe ziemlich viel mitgemacht durch meine Mutter, die hat ziemliche, nicht so tolle Freunde, die geschlagen haben, Alkoholiker und solche Sachen. Da war immer viel mit Aggressivität und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das dann manchmal sich so hochsteigert, dass ich dann im Unterbewusstsein vielleicht da irgendwie dran denke oder wenn er mich zum Beispiel anschreit, das kommt wirklich selten vor, er ist wirklich total der Ruhige und ich total die Aufbrausende. Ja, das passt schon mal gar nicht. Ich mag das dann eigentlich lieber, wenn er mich dann mal anschreit und dann sagt er jetzt, hör mal auf, ja. Aber das macht er nicht. Und dann, wenn er das dann mal macht, dann habe ich aber irgendwie auch sofort Angst. Also dann gehe ich wirklich in diese Situation, meine Mutter und dieses und das. Und ja, klar, das mag seine Ursachen haben, was du da vielleicht als Kind auch miterlebt hast. Ja, und deshalb rufe ich dich an, weil ich wollte dann, dass deine Psychologin oder dein Psychologe mir vielleicht mal Adressen geben kann in meiner Umgebung, dass ich da mal mit jemandem reden kann. Klar, also auch zum Beispiel die Paarberatung, wie du eben das genannt hast. Ja. Ja, wenn du dich selbst schon da so im Visier hast und da dir auch noch Hilfe von außen holen willst, umso besser.
Das Prozedere kennst du. Du legst bitte auf und meine Psychologin ruft dich an. Ja, und alles weiter. Ja, du kriegst auch gleich dann die, du sagst deine Anschrift meiner Psychologin, okay? Okay, mache ich. Jasmin, alles Gute, wir melden uns gleich bei dir. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Matthias Neef. Morgen ist Freitag, die Nacht von Freitag auf Samstag. Wieder eine Freitag-Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ab 0 Uhr, wisst ihr ja, sind die Leitungen hier geschaltet. Könnt ihr anrufen, kostenlose Nummer 0800 220 5050 oder ihr mailt unter domian@wdr.de. Und um 1 im WDR-Fernsehen und im Radio 1 Live sind wir wieder für euch da. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye.